Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Stay Human Uncut. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein Dankeschön an alle, die meine letzten Videos bewertet haben. Wir machen weiter mit der Suche nach irgendjemandem, keine Ahnung, ich habe wieder den Namen vergessen, ich kann mir das einfach nicht merken. Deine Männer gefunden. Ein paar zumindest. Tut mir leid. Sie sind tot. Aiden? Bist du sicher? Wie viele? Zwei Leichen. Beide ziemlich tot. Im Trupp waren fünf Mann. Es muss noch drei andere geben. Es gibt noch Hoffnung. Okay, ich suche sie. Ja, dann suchen wir sie halt, ne? Können ja jetzt nichts dran ändern. Aber noch mal eine kurze Info für euch. Checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung ab. Da findet ihr einen Link zu unserem Discord-Server. Auf dem könnt ihr Memes verschicken, euch eintragen, welche Plattform ihr benutzt. Ihr könnt euch verabreden zu, ja, Warzone, GTA, Dying Light, Apex, was auch immer ihr machen wollt. Ihr könnt gemeinsam zocken, ihr könnt euch dort kennenlernen. Es ist ein Community-Server für drei Communities, also das heißt von mir, Thanatos Rock, dann gibt es den Biggie und den Jason LP. Und ja, das sind so die Mitgründer vom Discord-Server und die Hauptleiter. Wer sich als Moderator bewerben möchte, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Voraussetzungen dafür sind jedoch, hä? Wo ist denn jetzt das Gebiet, in wo ich hin muss? Bin ich schon da, oder was? Komisch. Ja, keine Ahnung, wo ich hin muss. Voraussetzungen dafür sind mindestens 18 Jahre alt. Und Aktivität zeigen, ne? In den Streams dabei sein, schon aufpassen, dass die Leute keine Scheiße bauen. Bans natürlich nur dann verteilen, wenn es wirklich notwendig ist. Muss der Scheiß irgendwo hier in die Richtung. Aber ich denke mal, das wisst ihr auch alles. Das brauche ich euch ja auch eigentlich nicht mehr erklären soweit, ne? Wo muss ich denn hin? Muss ich die Fragezeichen absuchen oder was? Ah, es wird schon wieder Nacht. Jetzt im Ernst, wo muss ich hin? Ich guck mal kurz auf die Karte. Also ja, die Möglichkeit besteht, sich als Mod zu bewerben. Als Mob. Oh Gott, nee. Blutspur. Oh Mann. Okay, Blutspur, Blutspur, Blutspur hier runter. Dann hier rüber. Hier entlang. Hier rein oder was? Ne, hier lang. Die waren total durchgeknallt. Dann hier durch. Wahnsinn, ich weiß. Irgendwas ist mit ihnen passiert. Das waren ganz normale Soldaten. Zumindest die meisten von ihnen. Aber jetzt benehmen sie sich eher wie lebende Virusträger. Sie sind total verrückt. Töten alles, was ihnen in die Quere kommt. Verrückt? Was meinst du? Ich weiß nicht. Es heißt, Williams behandelt sie wie Tiere. Und dann werden sie wild. Also ist der Schlechter wirklich durchgedreht, wie alle sagen. Verrückt und unberechenbar, wie es scheint. Hm.
Okay, alles klar. Hier rüber. Dann hier lang. Warte mal. Ah, hier ist noch meine Blutspur. Gefunden. Ich sehe da niemanden. Da, noch ein Eindringling. Wo sollen die denn sein? Hallöchen. Schön aufs Fressbrett. Nee, ich möchte keinen richtigen Hasen sehen. Dankeschön. Moinsen. Geht's euch gut, Jungs? Mir ja. Sebastian nicht unbedingt. Wie geht es ihm? Ziemlich übel. Gottverdammte Abtrünnige. Keine Ahnung, warum es von denen hier im Zentrum plötzlich so wimmelt. Griffen uns knallhart an. Nur Basti und ich konnten entkommen. Kannst du laufen? Ich lasse ihn nicht hier. Nicht in dem Zustand. Er braucht einen neuen Verband. Der hier ist nur noch Müll. Ich hab nichts mehr. Hör zu, hat dir Demolar von ihm erzählt? Ja, über seinen Bruder und seinen Vater. Nein, das meine ich nicht. Sebastian ist ein Künstler. Demolar hat mir versprochen, ihn irgendwann mit nach Marseille zu nehmen, zum Laden seines Vaters. Er darf so nicht sterben. Bitte. Das müsste helfen. Er wird schon durchkommen. Aber ich bin hier wegen der Lampen. Wo sind die? Nachdem wir die Abtrünnigen vertrieben hatten, haben wir das Gebäude erreicht. Um reinzukommen, haben wir ein paar Seile vom Nachbargebäude gespannt. Und da haben die Abtrünnigen wieder angegriffen. Und die Lampen? Die sind noch immer auf dem Landeplatz auf dem Dach. Das Militär hat sie gut versteckt, damit sie niemand aus der Luft findet. Basti hat sie nur mit dem Fernglas vom nächsten Gebäude aus entdeckt. Aber wir konnten die Seile nicht rechtzeitig festmachen. Gibt's da noch einen anderen Weg dorthin? Na, durchs Gebäude könntest du auch. Aber wie gesagt... Alles voller Beißer. Alles klar. Ich versuch's mit dem Seil. Da kommt nur eine Spinne rüber. Und draußen ist alles voll mit Abtrünnigen. Ich mag Risiko. Hier, nimm. Melde dich bei der Malin und sag ihm, was hier passiert ist. Ich gehe die Lampen holen. Ja, alles klar. Dann... Lass knacken. Oh, da hinten ist... Ach, nee, egal. Den brauchen wir jetzt nicht. Jetzt hier hoch. So. Also den Loot, den nehme ich mit. Ansonsten kannst du alles behalten, aber das nehme ich mit. Haben wir hier noch irgendwo was? Nein. Na komm, such jetzt. Such, Aiden, such. Braver Aiden, braver Aiden. Noch ein bisschen Honey, ne? Also hier muss man sich schon konzentrieren, dass man den Stick nicht zu weit nach links oder rechts dreht. Okay, so, wir sind durch. Aber wohin jetzt? Aha. Auch gut. Hä? Ach, hier lang. Hier hoch. Um ehrlich zu sein, ich warte nur auf die nächste Mission, wo so ein Schattenjäger mir wieder über den Weg läuft. Hier komme ich nicht raus. Dann aber hier durch. Oder hier lang. Hier rüber. So. Okay.
stampft hier was. Ey, jetzt. Wo stampft hier wieder was? Ich kann wetten, da drinnen. Nein. Komisch. Ich suche die Container mit den UV-Lampen. Okay, also müssen das generell hier hinten nicht sein, ne? Hau ab. Hier haben wir einen Hemmstoff. Uff. Ja, ich hab's verstanden, du Troller. Wo kommt denn der jetzt her? Freudig. Also die kann ich jetzt vergessen. Alles klar bei mir. Aber ich bin gestürzt. Die Lampen hier sind alle kaputt. Muss mich um das Ding da oben kümmern und in der anderen Kiste nachsehen. Gib's zu. Juan ist ein Typ. Was? Luan, hau ab. Oh. Aiden ist eine kleine fiese Sugele, hä? So, komm her, du Arschloch. Und das war's. Oh nein. Na dann auf, komm her. Ja, natürlich. Ja, wo seid ihr denn? Hm, keiner mehr da. Gut. Erstmal den Helmstoff. Oh ne, ich mach das lieber so. Hä? Warte mal. Wo ist das der Helmstoff? Ach, dann ist er wahrscheinlich da drüben. Ja, moin, Tana. Ja, komm, guck's nicht so dämlich an. Genau, so. Oh, Aiden, Türe. Aha, schon besser. Damolin, ich hab deine Lampen. Ein Dutzend Kisten, vielleicht mehr, alle wie neu. Très bien, mein Freund. Tobias sagte, du hast auch ihnen geholfen. Danke sehr. Du bist très débrouillard. Danke. Was auch immer das heißt. Allein kann ich das nicht tragen. Und schwer beladen komme ich niemals an den Infizierten vorbei. Die Jungs gehen hoch aufs Dach und kümmern sich um die Lampen. Ja, nimmst du die jetzt mit oder nicht? Juan? Wir haben die Lampen, aber der Trupp hatte Ärger mit den Abtrünnigen. Nicht über Funk. Komm in mein Quartier auf dem Schiff. Ja, aber nimm doch die Lampen wenigstens mit. Na, dann lass halt die 6 Lampen hier. Ist mir auch egal. Aber was war denn jetzt? Ah ne, hier war das nicht. Das muss ich jetzt noch kurz rausfinden. So lange geht auch noch die Folge.
Oh oh. Ach, ich bin wieder da, wo ich hochgekommen bin. Hä? Okay, alles klar. Hätte ich eigentlich vom Dach springen können. Oh, geh doch da runter, Mensch. Eieiei. So, also. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei meinen Zuschauern fürs Zuschauen. Das ist so eine dämliche Absage hier. Ja, die Folge ist vorbei. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!